der Mercatorstraße. Deswegen unterschreiben Sie für die Rettung der Bäume hier auf der Mercatorstraße bei dem Bürgerbegehren, das der Bund für Umwelt und Naturschutz angestrengt hat. Matthias Schneider, hier werden Unterschriften gesammelt an der Bahnhofsplatte, und zwar zum Erhalt der Platanen. Aber so wie die Realität aussieht, wird es wahrscheinlich morgen schon zur Fällung der Bäume kommen. Ja, also wir rechnen nicht damit, dass morgen die Fällung stattfindet, aber wir haben zuverlässige Informationen, dass das am Dienstag morgen passieren soll. Deswegen werde ich persönlich mit meinem Klappstühlchen da am Dienstagmorgen vor den Bäumen sein. Ich habe gehört, das machen auch viele andere. Und dann wollen wir mal schauen. Auf der anderen Seite haben wir halt heute noch mal eine Beschwerde an die Bezirksregierung losgelassen, weil die Förderbedingungen für die Bahnhofsplatte sich nämlich nicht vertragen mit der Abholzung der Mercatorstraße. Ich bin also zuversichtlich, dass das noch nicht das letzte Wort ist. Ja, eigentlich hätten wir Zeit bis zum Mitte Juni, also 14. Juni. Und da müssten wir halt schon 14.800 gültige Unterschriften zusammen haben. Also Duisburger Bürger. Duisburger Bürgerinnen und Bürger, das ist ja jetzt ein stadtweites Bürgerbegehren. Und diese Unterschriften werden wir auch zusammenbekommen, wenn man uns denn so lange sammeln lässt. Ist das denn jetzt so die normative Kraft des Faktischen, die da praktisch dazwischen schlagen soll? Richtig. Also wir denken, dass die Stadt Duisburg einen Erfolg des Bürgerbegehrens vermeiden möchte. Und das ist eben ganz genau das Unverschämte, was hier versucht wird, dass man nämlich Angst davor hat, dass das Bürgerbegehren gewonnen wird und dann eben Fakten schafft, um das zu verhindern. Aber rein rechtlich ist die Stadt Duisburg da auf der sicheren Seite, dummerweise. Okay. Aber jetzt nichtsdestotrotz, warum passiert das jetzt so schnell? Das irritiert hier irgendwie. Ja, gut, das irritiert uns auch. Wir haben den Eindruck, dass die Stadt Duisburg halt Fakten schaffen will und dass sie vor allem eins möchte, nämlich die 3 Millionen Ansatz, die sie da im Haushalt drin haben, hier für die Mercatorstraße zu sichern. Allerdings nimmt das an, dass ein Investor da wäre für dieses Gebäude, was sie sich da denken. Allerdings, wir sagen, dass es wieder wie bei so vielen anderen Projekten halt ein Luftschloss. Also man will halt im Grunde eine flache Fläche erzeugen, auf der man dann hinterher machen kann, was man will. Die ganzen Begründungen, die die Stadt Duisburg hier hat, beispielsweise, dass Fördergelder nicht kommen würden, das ist alles Quark. Wenn man in die Förderanträge reinguckt, dann ist der Förderantrag, der bis jetzt überhaupt genehmigt ist, das ist nämlich der für die Bahnhofsplatte, der ist da ganz unabhängig davon. Der hat nämlich mit der Mercatorstraße, also mit der eigentlichen Verkehrsführung auf der Mercatorstraße, gar nichts zu tun. Wollen wir verhindern. Wir wollen verhindern, dass die Stadt verschattet wird. Schauen Sie sich diese schönen Bäume an.